Hallo Leute, willkommen beim LS22 Ackern wie Gott in Frankreich. Werde ich diesem hohen Anspruch gerecht als deutsche Auswanderin im schönen Oberlin? Dies ist Teil 55. Hier habe ich einen neuen von der EU gesponserten Kalkstreuer. An dem ist jetzt nichts Besonderes, das ist ein ganz normaler Kalkstreuer. Besonders ist, dass ich jetzt im Rahmen des Precision Farmings auch meinen Boden kalke. Und jetzt kaufen wir uns hier erstmal ein bisschen Kalk. So. Das wird bestimmt teuer. Oh, geht sogar. 1200, aber wahrscheinlich ist es bald alle. So. Und normalerweise kalkt man ja am besten direkt nach der Ernte, also noch vor dem Grubbern oder Pflügen, damit es schön eingearbeitet werden kann. Aber das habe ich jetzt ja alles schon hinter mir. Höchstens da hinten könnte ich noch ein halbes Feld vor dem Grubbern kalken. Und die sind schon so fleißig am Arbeiten, die lasse ich mal werkeln. Es wird jetzt also eine Kalkausbringung, die dem wahren Landwirt und Realismusspieler sämtliche Zehennägel zum Hochrollen bringen wird. Es tut mir ausgesprochen leid. Ich drücke euch die Daumen, dass sich eure Zehennägel bald wieder entspannen. Es ist jetzt halt hier mitten im Let's Play und ich wollte auch kein extra Let's Play wegen Precision Farming anfangen, denn hier haben wir schon ein paar Felder und da können wir schon ein bisschen mehr machen als in einem ganz neuen Spielstand, dachte ich mir. Und ich wollte auch gerne wieder etwas mehr auf Oberlin spielen. So. Jetzt gucken wir mal. Hier ist wahrscheinlich schon Gras angesät. Jetzt gucken wir erstmal. Steigen wir erstmal aus und gucken. Lehmboden. Der pH-Wert ist schlecht. Ah, muss gewalzt werden. Dann ist hier wohl frisch gegrubbert. Ich will ja jetzt über den Winter überall Gras ansehen. Das ist auch so ein Experiment. Ja, da ist tatsächlich frisch gegrubbert. Gut. Ist so ein Experiment, dass ich Gras als Zwischenfrucht nehme und dann so oft wie möglich auch ernte und zu Silage verarbeite und verkaufe. Und dann in der Anbauperiode, wo man eben Getreide anbauen kann, dann baue ich da Getreide an und dann im Herbst wieder Gras als Zwischenfrucht. Und werde einfach mal sehen, wie sich das anfühlt, wie man damit spielen kann. Denn Felder nur für Getreide ist ja mit den Jahreszeiten und im LS22 nicht sehr ertragreich. Also, hier die Precision Farming Karte wollte ich angucken. Okay, das ist jetzt hier der Bodentyp, da ist dieses Feld eins unserer besten, weil da viel Lehm ist. Das ist der pH-Wert und da haben sie gesagt, das sei schlecht. Und ich glaube, eigentlich spielt der pH-Wert auch eine Rolle je nach Fruchtart. Aber es könnte sein, dass sie das hier nicht berücksichtigen. Immerhin die pH-Zielwerte pro Bodenart werden berücksichtigt. Also bei Lehm müssen wir 6,75 haben und bei schluffigem Ton sogar 7. 7 ist neutral. Also das ist jetzt nicht, dass man den Boden da alkalisch haben muss, sondern 7 ist exakt neutral. Ja. Und hier empfehlen sie, dass Kalken nach jeder dritten Ernte gemacht wird. Und wenn man fleißig sein will, habe ich bei Precision Farming letztes Mal so in Erinnerung gehabt, dann kann man auch nach jedem Erntezyklus so ein bisschen kalken.
weil der bringt ja immer nur so viel aus, wie nötig ist. Und dann hat man im dritten Jahr nicht schlechte Kalkwerte, sondern hat eigentlich immer optimal tolle Kalkwerte. So. Okay, jetzt müssen wir hier bestimmt ausklappen. Jawohl, ich mach mal hier auf. Da könnten wir auch die automatische Ausbringmenge deaktivieren. Ich bin gespannt, ob der bis zum Rand streut oder ob ich weiter nach links muss. Das werden wir gleich sehen. Ich könnte auch den Stickstoffreferenzwert ändern. Aha, ich dachte, es geht hier um pH-Wert. Nun gut. Ja, gucken wir doch mal. Ich schalte ihn einfach mal an. Guck, wie weit er streut. Ja, der kommt gut bis zum Rand. Sehr gut. Jetzt lasse ich hier mal den Helfer arbeiten, damit ich ihn bei der Arbeit beobachten kann. Da können wir auch das meiste zumachen. So, jetzt ist doch fein. Sehr schön. Wie weiß das Feld davon wird. Das kann auch ein Laie erkennen, dass da Kalk ausgebracht wurde. Und da unten auf der Karte sieht man jetzt den pH-Wert von dem Feld. Das finde ich schon auch ganz cool. Die Anzeige da unten passt sich an darauf, mit welchem Gerät man gerade unterwegs ist. So, ob hier diese fehlende Lücke erwischt wird. Aber Junge, da muss ich ja da hinten noch mal drüber. Aber das schaffe ich schon. Ja, ich muss sagen, beim letzten Precision Farming habe ich dieses auf bunte Karten gucken am meisten genossen. Und mir hat auch die Auswertung gut gefallen. Ich bin irgendwie so ein Kartengucktyp. Ja, wunderbar. Ja, dann lasse ich ihn einfach mal arbeiten. 82%. Ich guck mal, ob ich Kalken kaufen eingestellt habe. Helfer kaufen. Oh, kann man gar nicht. Ich glaube, das wird mit Düngen gleichgesetzt. Das ist aber hier ausgeschaltet. Das heißt, der verbraucht wohl. Ja, der verbraucht. Da sieht man dann auch richtig schön den Kalkverbrauch. Und wenn es leer ist, muss er halt wieder da hinfahren. Ist ja beim Shop, das ist kein, beim Hof, das ist ja kein großer Aufwand, das immer direkt zu kaufen. Ja, dann hüpfen wir mal zu unseren tapferen Grubbern. Doch, wie süß. Er hat schon ganz gut was geschafft. Und er ist recht flott unterwegs. Der arbeitet hier mit 18 Stundenkilometer. Das ist schon fast Höchstgeschwindigkeit für das kleine Traktorchen. Und der andere. Der ist langsamer. Schafft natürlich trotzdem mehr, aber so breit ist der gar nicht. Ich glaube, das ist noch nicht mal ein 3 Meter grober. 2,5 oder so. Mal gucken. Grober. Na, 2,5, ja. Ja, also beim Grubbern kann der Kleine durchaus tapfer mithelfen. Natürlich würde ich normalerweise die auf unterschiedlichen Feldern einsetzen.
Dann sollte ich mir vielleicht auch noch die gemoddete Sämaschine holen. Die. Oh, wie heißt die? Ich weiß nicht, ist die auch von Isaria? Nee. Aber so ähnlich klingt das. Also es gibt eine kleine Sämaschine im Mod-Hub. Die kann zumindest vom Toni betrieben werden. Weil dann könnte ich auch mit zwei Sämaschinen gleichzeitig arbeiten. So, du darfst jetzt schon mal in die Pause gehen. Und dann darf der Supertigre den Rest machen. Und ich werde die Augen offen halten, ob wir eine Sämaschine reinkriegen, die für den Supertigre geeignet ist, also in den Mod-Hub. Und ich glaube, der winzige Düngestreuer müsste gehen. Und dann könnte man eigentlich im Lauf vom LS22 auch mal eine Karte konzipieren, die speziell gut für so kleine Geräte geeignet ist. Da ist natürlich die slowenische Karte schon durchaus gut geeignet. Aber da fand ich die Felder schon arg klein. Man kann auch, sagen wir mal, mindestens doppelt so große Felder mit den kleinen Geräten bewirtschaften. Also es muss nicht so winzig sein. Aber ich will ja erstmal zwei andere Karten bauen. Wobei auf der Wunzig könnte man auch mit so winzigen Geräten spielen. Ich meine, immerhin ist es die Wunzig. Wie winzig. Und ja, Helfer G ist fertig. Das ist bestimmt unser Herr Kalkstreuer. Jawohl. Fahren wir hier nochmal quer rüber. Und die Grasfelder kalken wir auch. Das ist dann zwar irgendwie komisch, aber ich glaube, die muss man hier auch kalken. Anschalten. Und unser Hirsefeld kalten wir natürlich nicht mehr. Das kann man jetzt den Pflanzen doch nicht zumuten. So. Gut. Kaufen wir hier noch nach. Und gucken hier mal auf der Karte. Da, das ist jetzt schön grün. Und das ist wahrscheinlich im optimalen Bereich. Jetzt gehen wir mal hier hin. Da sind wir auf 57. Ah, die Kalk... Doch, eigentlich der pH-Wert müsste hier jetzt doch auf optimal gekommen sein. Bei der Umweltbewertung. Also insgesamt klar. Da ist es ausgeglichen. Das ist ja hier in Summe. Aber bei diesem Feld müsste das der Balken jetzt hier hoch sein. Vielleicht dauert das eine Weile. Hm.
So, machen wir gleich mal das Nachbarfeld. Ja, die Aussaat ist auch fertig. Das soll mir bloß nicht Gras sehen, wo die Trauben wachsen. Wir haben ja auch bald Traubenernte. So. So, jetzt gucke ich hier noch mal. Tja, es gibt offenbar keine feldorientierte Umweltanalyse, außer dass man das hier so auffährt. Und da wird der pH-Wert nicht als super toll hast du das gemacht angezeigt, sondern als hätte ich da überhaupt nichts gemacht. Aber wenn man hier guckt, ist alles schön grün. Nun ja, wie gesagt, vielleicht wird es nur einmal in der Stunde aktualisiert oder so. Ja, da oben sieht man auch aktuell 6,5 und er macht jetzt plus 0,5. Jetzt ist es schon aktuell etwas tiefer und dann bringt er mehr aus. Und wo diese Fahne ist mit diesem kleinen Schachbrettmuster, das ist immer der Zielwert. Und dann steht da auch immer noch die Ausbringmenge in Tonnen pro Hektar. Finde ich schon cool. Ich muss auch sagen, dass dieser Ansatz vom Precision Farming mir sehr gut gefällt, dieses gib dem Boden das, was er braucht und nur das, was er braucht, also nicht übermäßig viel. Da bleibt die Bodenqualität möglichst optimal, es wird nichts verschwendet, es geht nicht zu viel Dünger ins Grundwasser rein und so, sondern es ist genau die richtige Menge, dass die Pflanzen optimal wachsen. Das finde ich schon sehr gut an diesem Precision Farming. So. Sehr gut. Der ist fertig. Dann können wir das Feld, wo wir gerade eben unterwegs waren, ansehen. So. Und letztlich ist das ja auch gut für den Geldbeutel des Bauern. So. Weil man dann weniger Dünger verbraucht und weniger Kalk und letztlich auch weniger Saatgut. Außer wenn man Gras ansehen will. Was ich gerade tue. Aber das bleibt ja nicht auf Dauer da. Das wird je nachdem... Mal gucken, ich habe eine Planung, was ich wo ansehen will. Und zwar auf Feld 39, das ist hier. Da soll Hafer gepflanzt werden. Da werde ich natürlich mehrmals Gras ernten, weil ich den Hafer erst im März ansehe.
Auf Feld 41, wo wir gerade sind, will ich Gerste anpflanzen und ich glaube, die kann ich im September sehen. Das heißt, da werde ich dann, können wir ja auch mal hier hingehen, in die Feldfruchtgeschichte. So, da sieht man das jetzt. Ja, da kann ich dann im September einmal Gras ernten und dann Gerste ansehen, weil das ist ja Wintergetreide. Und auf Feld 37, das ist hier, da soll Hirse angebaut werden, da habe ich das Gras dann wieder über den Winter. Ja. Ich werde wahrscheinlich das teils ausprobieren. Und zwar werde ich auf einem der Felder im September schon das Gras sehen. Naja, hier sowieso, ernten meine ich. Hier sowieso, weil danach wird dann ja Gerste. Aber einige, die überwintern, werde ich im September ernten und dann wieder im November. Und dann gehe ich mit der Walze drüber und gucke, ob dieses Feld dann im März erntereif ist. Vielleicht werde ich ein anderes Feld, aber eher ein kleineres, auch im November ernten, aber dann ohne Walze, um einen Vergleich zu haben. Und noch ein drittes Feld werde ich dann warten, bis es im Oktober voll ausgereift ist und dann im Oktober ernten. Und weil dann weiß ich, dann habe ich im März wieder eine Ernte. Das mache ich dann vielleicht dort. Und damit ich dann auch diesen Effekt mit November Gras ernten und dann mit der Walze drüber, dass ich das mal ausprobiert und erlebt habe. Dann muss ich mir das natürlich immer aufschreiben, welches Feld welches ist. Und dann sehen wir einfach, wie man das am besten und ertragreichsten macht, mit der Grasernte als Zwischenfrucht. Und Feld 40, da sollen ja Ställe drauf, dann will ich auch wieder Hühner haben und eine Produktion und eine Verkaufsstation und so weiter. Und Kühe eigentlich auch, aber eher nur einen kleinen Kuhstall. So ein bisschen Kuhhaltung zwischendurch. Okay. Ja. Hier wird jetzt auf alle Fälle gleich mal die weiße Schicht durch die Scheibenegge, oder ist das eine Kreis, das ist, glaube ich, eine Kreiselegge. Und die arbeitet beim Sehen hier das, die weiße Schicht unter. So. Ja, auch schon wieder fertig. Gut, brav. Dann machen wir gleich das nächste Feld. Mann, das ist heute ein arbeitsreicher Tag. Aber ich hoffe drauf, dass dieses mit dem Gras als Zwischenfrucht eine gute finanzielle Lösung ist, dass man von den Feldern schon ganz gut einnimmt und trotzdem über den Sommer Getreide anbauen kann. Also irgendwie ein Kompromiss. Ich will ja auch nicht dauerhaft auf allen Feldern Gras haben. Das wäre ja super öde, sondern ich möchte schon hier Weizen und dort Hirse und Pipapo. Ja. Und vielleicht später auch noch mal noch andere Feldfrüchte. Ja, zum Beispiel ja, Futter, dass wir auch mal Schweine anschaffen können.
Aber die würde ich vielleicht ein bisschen abseits vom Hof ansiedeln. Obwohl so ein ganz kleiner Schweinestall, so ein niedlicher, den müsste ich dann erstmal bauen. So dass man nur so ein, ja, wenn man bei Produktion ein bisschen Schweinefutter übrig hat, dass man so vielleicht 2 bis 5 Schweine füttern kann. Das fände ich schon ganz nett irgendwie. Einfach so, zwecks der Vielfalt. Gut, ich gucke jetzt nochmal, ob hier diese Werte besser geworden sind. Bei dem da. Nö, da hat sich nichts getan. Und hier müsste ja in Summe auch das mit dem pH-Wert schon besser werden. Aber wir warten erstmal ab, bis die Stunde rum ist. Und das kann ja noch eine Weile dauern, weil ich ja aktuell sehr langsam spiele. Gut, jetzt gucke ich noch mal, was der Super Tigris so treibt. Oh, er ist noch fleißig am Werkeln. Hey Junge, hier ist doch schon fertig. Ah, er macht jetzt hier Saatbett. Okay, aber das musst du nicht machen. Wir lassen dich jetzt noch diese Reihe machen. Das ist zwar die hohe Schule der Bodenbearbeitung, wenn man nach dem Grubbern nochmal mit der Scheibenegge drüber geht. Gucken wir auch mal, ob sich das optisch abhebt. Aber wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Der hätte jetzt hier noch das ganze Feld fertig gemacht. So. Dann gucken wir mal hier. Das müsste hier. Oh ja. Wir haben hier den Stoppelsturz. Das heißt, wenn man mit einer Scheibenegge oder einem Flachgrubber über frisch Geerntetes geht, kriegt man den Stoppelsturz. Und wenn man über Gegrubbertes nochmal mit einer Scheibenegge geht, dann kriegt man das Saatbett. Ich hatte bisher noch nie ein Saatbett. Außer natürlich im Garten, aber hier im LS22. Ja, sie sagen wieder, muss gewalzt werden. Nein, 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 wir walzen nicht. Wir machen jetzt Precision Farming, das ist schon aufwendig genug. Aber man sieht auch, wie feinkörnig das jetzt geworden ist. Wunderschön. Feinkörniges Saatbett. Und sie sagen gar nicht, Boden, schönes Saatbett. Aber auf der anderen Karte konnten wir es ja sehen. Ja, sie sagen eine ganze Menge, aber nichts von wegen Saatbett. Und dann müssen wir als nächstes ja auch noch mit dem Düngestreuer drüber und mit diesem Sensor. Das machen wir dann, wenn alles gekalkt ist, dann wird auch noch alles gedüngt. Und ich bin gespannt, wie sich die Unkrautsituation auswirkt, denn Unkraut habe ich ja abgeschaltet. Wie sich das auf die Ökobilanz auswirkt. Aber egal, wie es sich auswirkt, ich werde es erstmal abgeschaltet lassen. Vielleicht mache ich da mal eine Sonderrunde mit Unkraut. Aber noch nicht in diesem Erntezyklus. So. Töff. Ja, da brauchen wir fast einen extra Unterstand für die kleinen Mini-Geräte. Ich stelle die jetzt mal Rücken an Rücken. Der hat so einen kleinen Wendekreis, der ist mal ruckzuck um die Kurve gefahren.
Denn die kann ich ja auch gut rückwärts einparken. Und dann kann man die hier so zwei zusammen. Ach, man kann. Na, der Anhänger, den stelle ich woanders hin. Und ich habe ja nur ein so eins. Könnte ich natürlich zu dem kleinen Mulcher stellen. Aber jetzt steht er erstmal hier ganz gut. So. Und hier wird fleißig produziert. Ah, die warten noch auf die Produktionsgebäude. Und dann schalte ich die hier wieder auf Behalten, damit wir hier Kisten kriegen. Und dann schöne, tolle Sachen produzieren können. Gut. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.